Tag Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Need for Speed. Yes! Wir treiben die Story immer weiter voran, wir racen uns durch die Nacht und wir gestalten uns die Nacht nach unseren Vorstellungen mit heißen Rennen, dummen Sprüchen und noch dümmeren Freunden. Ja, da gehen wir auch direkt wieder hin. Denn wir wollen mal gucken, was der gute Spike, Robin, Manu und Amy so auf dem Kasten haben. Und zwar würde ich mal sagen, wir machen als erstes, Spikey Boy möchte ein schönes kleines Zeitrennen fahren. Engel am roten Bereich. Okay, wir teleportieren uns direkt hin. Und schon sind wir da. Warte, und schon sind wir da. Yes. Und dann geht's direkt rein. Engel am roten Bereich. Unterbiete Magnus. Magnus. Mhm. Das war ja fliegender Start, ne? Das irritiert mich immer so ein bisschen. Dass man auf einmal losbrettert. Ich brauche immer so einen Einzähler. Also 3, 2, 1. Okay. Hä? Habe ich den noch gerettet oder was? Den habe ich doch echt noch irgendwie gerettet. Volle Möhre, ich dachte, es geht links lang, ne? Ich dachte, es geht links lang. Aber nee. So, Berg hoch. Da haben wir gesagt, genau. Wir gucken unten auf den Tacho. Und ab 120, dann wird's driftig. Vorher kannst du vergessen. Aber so 120, das ist ganz nice. Ich finde es auch ganz schön, dass der Nossbalken sich relativ schnell hier wieder auflädt. Und ich hoffe ja jetzt, dass es bei den mittelschweren Rennen mal ein bisschen abgeht. Dass die mir auch mal ein bisschen Paroli bieten soll. Jetzt geht's ganz scharf nach links. Zack. Und voll den Burnout gemacht. So. Ja, Leute, wie geht's euch? Was spielen wir als nächstes? Haben wir es bald durch, oder? Easy. Nee, keine Ahnung. Ich hoffe nicht. Aber danach würde ich sagen, spielen wir auf jeden Fall erstmal Payback. Das soll ja so ähnlich sein wie das hier. Viele sagen, ein bisschen besser. Das sind vor allem wieder Tagrennen. Was machen die denn hier alle? Alter, voll die... Da standen da gerade 6, 7 Lamborghinis. Muss ich denen gerade erstmal zeigen, wie man den Berg hochdriftet? Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ne? Die werden wahrscheinlich gleich an mir vorbeirasen, oder? Oh, Mama! Die haben mehr... Die haben definitiv mehr Power als ich. Ah, aber dafür können sie nicht so schön driften. Hohoho, da hat er seinen Arsch aber noch rumgezogen, du. Da hätte er jetzt auch keinen Bock gehabt, dass er mir reindonnert, ne? So, schön den Drift eingeleitet. Das Spiel ist extrem driftlastig, das muss man sagen. Aber das ist schon cool. Ich überlege sogar, dass wir die Karre hier noch ein bisschen mehr auf Drift tunen, oder? Was wäre denn da? Wäre das gut? Oder sagen wir, nee... Dann geht mir natürlich auch so ein bisschen die Beschleunigung weg. Also die Handbremse kannst du wirklich nur nehmen, wenn du dich verdriftet hast. Dann aber die Handbremse antippen und zack, da zieht er den Arsch rum. Das ist schon heftig. So. Oh, da kommen uns welche entgegen. Der hat Scheiße gebaut. Der ist falsch abgebogen. Ich bin aber trotzdem erstaunt. Ne? Du lädst dich in das Spiel rein und du kommst immer auf einen Server, wo einfach relativ viel los ist. Guck dir das an. Der Wooper hier. Zack. Wupp, wupp. Ja, MacWooper. Also an seiner Stelle würde ich mir ja jetzt hinterher rasen und mir selbst einen reindrücken hier. Oh, geil. Die letzte Laterne hinten noch mit dem Arsch hier mitgenommen. Und dann die Kurve gekriegt. So, wie viele Checkpoints haben wir denn noch hier? Zack, finale Checkpoint. Wir haben noch eine halbe Minute Zeit. Ich würde nur sagen, easy peasy, lemon squeezy. Fahren wir wieder zurück in die Stadt. Der Nacht oder die Nacht der Stadt. Ich weiß es nicht. Ihr dürft entscheiden. So, Prost auf einen geilen Part. Yes, Speed, Style, Crew, Outlaw. Und Schrauber, was auch immer Schrauber ist. So, komm. Neue Teile auf Lager. Kraftstoff, ich bin Speed. Hier spricht die Stage
Wie witzig. Komm zu mir ins Longhorn, wenn du kannst. Das geht ab, Mann. Alter. Auf jeden Fall sehen wir uns, du alter Haudegen. Auf jeden Fall. Triff Spike im Longhorn. Ey, was ist das Longhorn? Ist das die Kneipe? Dann gehe ich auf jeden Fall dahin, aber nicht, weil ich da ein Bierchen zischen will. Auch. Auch. Aber das Wichtigste ist natürlich, ich will diese trashigen Dialoge hören. Also da habe ich ja richtig Bock drauf, ne? Viele haben das kritisiert. Ey Leute, habt ihr eine Macke? Das ist Sahne. Das ist Sahne für die Ohren und die Augen. Das ist ja, das grenzt an Kunst, weil die meinen das, glaube ich, echt ernst. Das ist schon cool. Entweder ist es dilettantisches Nichtskönnen, schauspielerisch, oder es ist die ganz hohe Kunst. Was dazwischen gibt's nicht. Jetzt schalten wir einen Gang hoch. Ist das irre? Madness postet eine Challenge. Guck. Hey, check das. Der Urban Outlaw persönlich. Hey, wow, wow, wow. Ich höre hier die verrücktesten Sachen. Ist alles sauber? Mhm, absolut, Mann. Wir haben es denen gezeigt. Hey, wenn unser Magnus darauf nicht abfährt, sollte die auch. Wir haben ihn da, wo ich ihn haben will, Mann. Magnus, wir kommen und holen dich, Bro. Ja. Alles klar, Jungs. Mal sehen, wer da draußen ist. Kommt ihr? Sorry, aber wer da draußen hat eine Challenge von Magnus Walker? Und wer da draußen versägt ihn auch, Mann? Die Nacht ist jung. Klasse Unterstützung, Travis. So eroberst du nicht sein Herz. Was verstehst du denn schon davon? Okay. Karten-Update-Mission auf Karte markiert. Es geht anscheinend gegen Magnus. Magnus. Jetzt ist Magnus. Muss ich den kennen? Es hört sich so an, als alle reden von Magnus. Given Drift-Events gegen Manu, übertrifft die Vorgabe mit Risky Devil. Ich will. Eigentlich will ich hier. Magnus. Magnus. Vielleicht muss ich auch erst alle Missionen machen und dann wird Magnus freigeschaltet. Okay, wir machen erstmal das Drift-Event, da ich ja gerade schon so extrem gut gedriftet bin. Machen wir da einfach mal weiter, wo wir direkt aufgehört haben. Ich hoffe ja, danach kommt echt wieder ein kleines trashiges Filmchen. Das Erstaunliche ist, am Anfang habe ich gesagt, ey, nee, ich möchte, um ehrlich zu sein, mehr Rennen fahren. Und mich nerven die Videos. Ich freue mich immer wieder, diese Haudegen zu sehen. Die haben alle voll an einer Waffel. Und das ist nicht im netten Sinne gesagt, ne? Nee, das ist nicht. So, Manu. Drift, 30.000. Wir brauchen erstmal 120 Öcken auf dem Tacho, damit wir hier den Drift einleiten. Zack. Ah, da sind wir zu langsam. Na, da war zu langsam. Manu. Wollen wir jetzt hier ein bisschen Speedy Gonzales hinterhergeben? Da haben wir schon die ersten 13.000 auf unserem Konto. Und die nächsten tickern hinterher. So, komm her. Zack, den Jackie mitgenommen. Wo geht's denn lang? Hier durch. Meine Güte. Manu, was ist das für eine Streckenführung? Wieder zack auf die Piste. Und Manu fährt uns davon. Okay. Nicht mehr allzu viele Checkpoints. Was ich auch im Internet gelesen habe, dass in der ursprünglichen Version, jetzt quatscht der mir ein Tablett ans Ohr. Alter! Dass wenn man da Kontakt hatte, auch mit seinen eigenen Kollegen, dass einem da auch die Punkte abgezogen wurden. Und das wurde, glaube ich, danach gepatcht, dass das nicht so ist. Sondern, schaff's nicht. Und? Was ist jetzt? Hab's nicht geschafft. Mir hat leider ein bisschen was gefehlt. Das letzte Müh beendet. Und jetzt ist die Frage, muss ich das normal machen? Darf ich das normal machen? Ich würde es gerne normal machen. Weil ich habe das Gefühl, das kann ich. So, Driftversuch. So, Manu. What's up? What's up? Da ist aber ein Haken dran. Driftversuch ist zumindest ein Haken. Das ist aber... Das ist nicht... Oder, doch, das ist Manu. Müssen wir nochmal machen.
Mal nochmal machen. Ah, ärgerlich. Da war ich auch einmal ganz kurz so ein bisschen angeeckt. Da musste ich ein paar Punkte liegen lassen. Jetzt geht's los, Leute, ne? Jetzt geht's los. Die Frage ist, was mache ich auf der geraden Strecke? Gebe ich lieber Nos? Gebe ich lieber Nos und mache die Beschleunigung hoch oder versuche ich hier über dieses gekonnte Hin- und Her-Scharwenzeln noch hier so ein Tausender raus, so ein Taui rauszuholen? Da bin ich dann eben einfach zu langsam, ne? Dann ist das Problem. Ah, Lecco Fanto! Kann ich das hier irgendwie Event neu starten? Meine Güte, die Karre, da fällt der Bums. Da muss mehr Bums rein. Da muss ich aufs Gas treten, da muss einfach der Motor ans Limit kommen. Da muss es losgehen. Da muss der Kickdown kommen. Aber nee, da schnurrt das Ding noch wie ein Kätzchen, was noch keine Angst hat, was sich noch nicht im Angriff fühlt. Das geht nicht. 30.000. Ah, hier am Anfang habe ich beim ersten Versuch schon viel zu viel Punkte liegen lassen. Junge, die Karre, Alter! Ich könnte mal ausrasten, wenn die Karre auf einmal driftet und du nichts gegen tun kannst. Du bist wirklich erstmal in so einem... wie auf Schienen. Los jetzt, rum im Arsch! Das Driftverhalten ist wirklich so kalkuliert, das ist wie eine Rechnung. Das ist wie so eine Gleichung, die eiskalt berechnet wird. So, Mann, nur noch 10.000 Öcken, komm her. Hui! Komm jetzt. Muss ich auch Erster sein? Gewinne die Drift-Dingenskirchen. Ja, was heißt gewinnen? Von Punkten her? Ja, hier habe ich natürlich extrem viele Punkte. Okay. Damals, aber jetzt müssen wir noch hinterher. Das heißt, nicht mehr so viel driften, sondern einfach nur noch Stoffen wie Stoffenberg gehen. Warum zur Hölle? Ich verraff es nicht. Die Bude driftet gerade gar nicht und ich konnte nicht dagegen lenken. Ist doch auch irgendwas mit der Kamera. So will ich es da. Zack! Ah, bei dem Driften, ich weiß nicht. Aber da bringt es ja auch jetzt nichts, die Kiste noch mehr auf Drift zu tunen. Da habe ich ja noch weniger Kontrolle. Obwohl das natürlich die Voraussetzung ist, dass ich driften kann. So, Manu, was willst du? Manni, das muffige Mammut, hä? So, was hat der Typ hier zu sagen? Ja, nicht schlecht, gebe ich zu. Sporn ihn nicht so an, er verbreitet Unruhe und stachelt die Leute nur auf. Okay, das ist das, was wir da gehört haben. So, wo hat er denn hier noch was? Hier haben wir noch was, Manu Drift Event haben wir hier oben. Ansonsten hier drüben haben wir noch über Drift. Devil, was auch immer das ist. Okay, machen wir mal das. Oh, halb nach Vollgas. Hahaha. Das machen wir jetzt mal. Also jetzt bin ich sehr gespannt. Wir hatten bis jetzt leichte Rennen, mittlere Rennen, aber noch keine schweren Rennen. Und das ist jetzt das erste schwere Rennen. Da bin ich wirklich mal gespannt, wie ich mich da schlagen werde. Also ich werde höchstwahrscheinlich verlieren. Halb nach Vollgas. Na, wollen wir doch mal. Oh ja, oh ja, lass das Gummi brennen, Drift Train. So, das heißt, wir müssen alle zusammenbleiben, keiner hat Bock. Ah, hier bin ich zu langsam, Leute. Ihr könntet mir mal einen kleinen Schubs geben. Eieiei, das ist gut, das ist gut. An dir kann ich mich abstützen. Du hast Ahnung. Jawohl, guck dir das an. Das hat schon so ein bisschen Underground-Flair hier, ne?
Auch die Kameraperspektive hier in dem Stadtteil. Das ist geil. Oh oh, El Policia. Sehr schön, die Punkte haben wir. Erster sind wir. Obwohl ich eigentlich denke, Drift Train bedeutet, wir müssen dicht bei unseren Kollegen bleiben, oder? Aber naja, das ist dann auch egal. Ich will immer Erster sein. So, zack. Sehr schön. Und dann geht es schon direkt ins Ziel, Kollegen. Sehr gut gemacht. Bleib bei deiner Gruppe. Für den Arsch, Alter. Für den Arsch. So, sehr schön. Das war nice. Gutes Rennen. So, direkt das mit der Handbremse reingemacht. Unseren Kollegen noch zugewunken. Keiner mehr da. Alle weg. Das war der Hammer. Ja, ich weiß. Jawohl, vielen Dank. So, dann wollen wir noch mal gucken, was wir als nächstes machen. Puff, puff, Trophäe erhalten. Hier wird man auch zugeschissen mit Trophäen, oder? Aber das finde ich gut. Finde ich sehr gut. Das freut mich. Ich mag Trophäen. So, wir bleiben einfach bei den Hauptmissionen. Hier das ganze andere Zeug. Keine Sorge, können wir noch machen. Werden wir noch machen. Aber erstmal machen wir die Hauptstory. Das ist das Wichtigste. So, schönes kleines Rennen wieder. Da sind wir am Start. Der gute, wie heißt der nochmal? Ich habe gerade irgendwie Spike im Hinterkopf. Wie ist der Spike? So, R1 auf jeden Fall. Event starten. Hungrig wie ein Manticore. Okay, darauf haben wir hingearbeitet. Brichst deinen Rekord. Alles klar. Ready, steady, fire. Go! Wo lang? Uiuiui, Geldstrafe kriegen wir als erstes. Die Polizei fährt falsch. Optimal. Und ich rammel da dagegen. So, Spiky Boy, jetzt geht's los. Du zeigst den Weg. Auf der Zielgerade überhole ich dich. Ich war jetzt aber auch perplex, dass die Polizei erstmal instant falsch fährt. Alter, der zieht aber gut ab hier, der Junge da vorne. Guck dir das an. Der hat auf jeden Fall seinen schönen BMW fett im Griff. So. Oh, also was ich auch richtig nice finde, wenn man die Drift einleitet, wie die Kamera so schön an den hinteren Radkasten so sich neigt. Das sieht schon richtig cool aus. So, jetzt schön im Windschatten ranziehen. 3 Minuten 16 gilt es hier zu unterbieten. Das kriegen wir mal hin. So, Spike. Zacki. Halt die Klappe da oben, Travis. Was willst du von mir? Ich mache hier gerade das Regenbogenschild auf. Das Rennen meines Lebens, wollte ich sagen, aber ich bin bei Regenbogen gelandet. Himmel, Arsch und Zwirn. Hier, auf der Brücke, der Golden Gate Bridge. In der Mitte, einen fetten Sprung. Das wär's. So wie bei Need for Speed Most Wanted 2010er oder 12er Teil. Dann haben wir es auch 12, ne? Ich glaube, 10 war. Eieiei, das ist schlecht. Alter, der fährt gut, der Junge. Der fährt richtig nice. 2012, was kam da raus? Hot Pursuit, die Neuauflage. Von Criterion Games. Von vielen als das beste Need for Speed gesehen. Auf jeden Fall ein Hammerspiel. Aber es gibt keine schlechten Need for Speeds. Das haben wir ja schon mal festgestellt. Und auch dieser Teil beweist wieder, Need for Speed ist geil. So, okay, nice. Schön ausgehen und dann verfranst man sich. Das meine ich, Alter. Was war damals eben bei Need for Speed Underground so geil? Genau, diese großen blinkenden Pfeile am Streckenrand. Hier auf der Straße fährst du über den Huckel, dann siehst du einfach nicht mehr, wo die Strecke lang geht. Aber okay, Spiky Boy hat auf mich gewartet. Da kriegt er noch einen Sack. Das ist die Belohnung dafür, dass er wartet. So, nicht mehr so viele Checkpoints, aber wir haben noch relativ viel Zeit. So, jetzt müssen wir doch ein bisschen Stoff geben. So viel Zeit haben wir doch nicht. Sehr gut. So, jetzt eine schöne Rechtskurve. Hier abge... Zack. So, wie viel haben wir noch? Wir haben noch ein paar Checkpoints. Alter, was labert ihr mir gerade hier alle komplett ans Ohr? Ich fahre hier gerade ein Rennen. 16 Sekunden noch.
Das Ding ist gegessen. Was für ein Sieg. Was für ein Sieg. Schneller als der Schallmann. Respekt. So, schönes Rennen. Hatte auch eine angenehme Länge. War jetzt nicht so mega kurz wie die sonstigen. So, was wollen denn die ganzen Labertaschen hier? Spike, was ist? Ne, hat man schon. Roby. Danke für die Hilfe. Es braucht nicht viel, wenn man oben ist. Sicher. Hey, da ihr beiden gerade on seid, ist euch aufgefallen, wie komisch Manu sich verhält? Vielleicht ist er einer dieser Koblock-Vögel mit einem Doppelleben. Manu kann nichts geheim halten, wenn sein Leben davon abhängt. Könnt ihr euch heute treffen? Nein, ich kann nicht. Frag den Neuen. Sicher? Ja. Sorry, Girlie. Okay, bis später. Bis dann. Okay, ihr fragt den Neuen. Robby, ich komme. Jawohl. Die Dame schreit und ich bin da. Ich komme, ich werde irgendwie deine Freundin oder mit wem du gerade geredet hast, über mich. Ich kann mich eigentlich äußern, ich habe sowas wie einen Pieper, da kann ich nicht antworten. So, bin ich hier richtig? Ja. So, yes, das ist doch unsere Bude, wieder schön auf die alte versiffte Couch. Perfekt, da wollen wir hin, da gehören wir. Keine Sorge, das sind normale Typen wie du und ich. Echt komisch. Die haben mich noch vor 2 Minuten angerufen. Mann, wirklich süß. Pass auf. Risky Devil Hackfleisch, ihr seid erledigt! Okay, okay, ich gebe auf. Das war Kupsi. Oh, wirklich? Mit Schweinemasken. Was sagt ihr dazu? Ehrlich? Du bist die auserwählte Pizzaschneiderin, was sonst? Das sind die Jungs, die du treffen solltest. Was geht ab, Kumpel? Ich kenne deine Moves, du Killer. Echt, Barbara? Ja, aber wenn du dich mit den Jungs anlegen willst, brauchst du mehr Respekt. Komm schon, verbeul deinen Schlitten. Mhm. Demolier ihn richtig. Dreh ihn hoch und zeig's den Reifen. Yeah. Bist du bereit für sowas? Gib her. Setz dich. Meine verdammte Scheißfresse, ist das bescheuert gewesen. So, wieder zu den eigentlichen Themen. Unterbietet Magnus neue Rekorde, gewinne Drift-Events, komme in Top 2 mit mindestens 350 PS. Spiky Boy, wo bist du? Wir wollen dich. So, Stadtraserei auf schwer, das ist genau das, was wir jetzt brauchen. So. Am Anfang des Partys hatte ich nochmal geguckt. Wir hatten unsere Karre tatsächlich so aufgemöbelt, es geht nicht mehr. Mehr geht nicht. Alles drin zum derzeitigen Zeitpunkt. Das bedeutet, wenn wir jetzt ordentlich Knete sparen, können wir wirklich eigentlich mal unseren Mazda ein bisschen tunen. Und dann müssten wir theoretisch, so meine Annahme, eigentlich auch noch ein bisschen Geld übrig haben, dass wir den optisch aufmöbeln. Ne? Die optischen Möglichkeiten von den Teilen, die ist in dem Teil tatsächlich sehr, sehr begrenzt. Aber von den Farbpaletten und Vinyls, das ist wohl gehen unendlich. Und ich würde mal sagen, da nutzen wir doch einfach das Potenzial, was in diesem Spiel steckt. Und wir kleben da wirklich mal richtig schön vier Sticker drauf. So. Oh ja, jetzt kommen wir hier schon. Kommen wir hier schon. Jetzt driftest du. 120, ich hab die Bremse getreten. Du weißt, was dann passiert. Du sollst driften. 2 Minuten 47. Okay. Zack, alter Latz. Schön vorne noch dran geschmart. Ne, von der Versicherung dann gleich unseren dicken Blechschaden da vorne mit von dem anderen da kassiert. Der muss sein. Standard hier. Guck dir die Karre an. Und der mit seinem Pickup. Alter. Ja, Leute, der ist aber definitiv über die durchgezogene Linie gefahren. Das hat ja wohl, glaube ich, jeder gesehen. Ruf dich zurück. Oh, bitte nicht. Don't do it. Ich ruf dich zurück. Ich ruf dich an und ich werde mich nicht melden, denn ich rede in diesem Spiel nicht. Aber es findet auch keiner merkwürdig, dass mir Fragen gestellt werden und ich nie darauf antworte. Das sind alles rhetorische Fragen. Die wissen immer automatisch schon ihre Antwort. Die hören nur das, was sie hören wollen. So.
Aber ich muss sagen, das Spiel macht sich langsam. Vom Geschwindigkeitsgefühl gefällt es mir jetzt schon richtig gut. Und auch, uiuiui, das hier, das finde ich immer noch ein bisschen blöd, das Abprallverhalten. So frontal und dann bleibt man so instant stehen. Naja. Aber ansonsten, inszenatorisch gefällt mir das hier richtig gut. So, das spawnt erst nochmal hier ein schöner Pickup für uns. Und dann geht's weiter. So. Jetzt driftet sie wieder nicht. 120 war der Deal. Stimmt nicht, sie sind bestimmt irgendwie 123,5 km/h. Okay, Stadtraserei 2,47 war die Vorgabe. Wir mit 2 Minuten 23 und 59 Hundertsteln sind... Zehntel. Hundertstel. Hundertstel. Sind wir hinten dran? 59 Zehnteln ergibt ja auch gar keinen Sinn. So, Mission erfolgreich. So, Mal eins auf jeden Fall. Spike Robin und Manu. Und Manu verhält sich komisch. Echt? Das seht ihr so. Also ich habe den kennengelernt. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Typ hat voll einen an der Klatsche. Gewisse Veränderungen habe ich bei ihm jetzt noch nicht bemerkt, aber okay. Ich bin ja auch nicht in seinem unmittelbaren Umfeld. So, was haben wir denn jetzt hier, Robin? Wo bist du denn? Ich sehe dich nicht. Was ist das hier eigentlich? Wenn du mal schnell bist. Zeitrennen. Ei, das ist das Ding. Okay, wir probieren es mal. Wenn du mal schnell bist, da muss ich mindestens Zweiter werden. Aber da stand irgendwie, du musst mindestens 350 PS haben. Obwohl ich glaube, dass unsere Karre das eigentlich schon hat. Aber Zeitrennen, stell die Besten. Ich weiß, was ein Zeitrennen ist. Wenn du einmal schnell bist, kommen die Top 2. Ach geil, das sind wirklich hier abgesteckte Strecken noch, separat. Oh, das ist natürlich nice. So, was muss ich machen? Laber mir doch jetzt nicht von Lettern ins Ohr. Das ist vielleicht das Rennen meines Lebens. Okay. Streckenführung. Nicht ersichtlich. Ist das ein Rundenrennen? Nee, ne? Checkpoint. Handbremse, ich weiß immer noch nicht, wann ich die nehmen soll. Wenn wirklich Hopfen und Malz verloren ist, wahrscheinlich. So, was ist jetzt hier? Ende. Driften! Karre! Was haben wir jetzt? So, naja, links. Ah, also hier ist wirklich eigentlich das Schwierige, die Streckenführung. Aber die Strecke ist nice. Die hat's drauf. Ja, hier die Handbremse, alles klar. Aber ich bleibe halt zu sehr stehen, habe ich das Gefühl. So, da stand irgendwas unten. Wahrscheinlich, dass der Server gleich wieder resettet wird. Okay, kein Drift mehr, kein Bock mehr. Ich fahr falsch, was machen wir dann? Was machen wir da? Kann ich mich irgendwie zurücksetzen? Würde mich gern zurücksetzen. Okay, jetzt. Rennzeit? Nee. Du musst echt zurückfahren, es gibt keine Zurücksetzen-Taste. Also es gibt ja sehr viele Tutorials, muss ich immer wieder sagen. Sehr viele, wird mir immer wieder ganz groß, auch mitten im Rennen ploppt das auf. Aber was die Zurücksetzen-Taste ist, das wurde mir noch nicht verraten. Von daher glaube ich mal, es gibt keine. Aber ich muss auch sagen, wir haben erstmal eine gute Zeit vorgelegt mit der ersten Runde. Da müssen die Ersten erstmal hinterherkommen. Oder die potenziellen Ersten. Travis! Ja, dann laber mir halt ein Kotelett. Also ich höre dir nicht zu jetzt, geht nicht. So, jetzt sind wir schon Zweiter. Jetzt haben wir schon Salat hier. Jetzt sind wir Dritter, das würde schon nicht reichen. Okay, jetzt cool bleiben. Jetzt habe ich es drauf. Warum driftet sie nicht? Jetzt auf einmal. Das ist wirklich die magische 120. Das sind wirklich die 120 km/h.
Ich weiß immer noch nicht, wo das Ziel ist. So, was haben wir hier? Da reicht nicht aus. Oh, noch angeeckt, ey. Wie ein dilettantisches Rhinoceros. Angeeckt. Es reicht nicht. Da brauchen wir gar nicht vormachen. Reicht nicht. Fehlgeschlagen. Jetzt geht's los hier. Jetzt wollt ihr es wissen. Wo ist das Ding? Gib her. Wo sind wir denn gefahren hier? Das war doch hier gerade irgendwo. Das war doch hier irgendwo. Lass mich jetzt hier nochmal fahren. Dass ich das überhaupt suchen muss, das ist doch schon die größte Qual. Hier, da ist es. Hab's gefunden. Alles klar. So, jetzt schmeiße ich mein scheiß Handy aus dem Fenster und dann fahren wir da alle mal drüber. Und wenn ich dann Letzter werde, dann fahre ich halt ein neues Rennen. Aber Hauptsache dieses scheiß Handy ist aus hier aus dem Verkehr gezogen. Ich habe die ultimative Idee. Ich fahre nämlich als Erster los. Ich mache eine ultimativ gute Rundenzeit und dann stelle ich mich einfach nur jede Runde quer auf die Straße. Ha? Und damit können die eigentlich gar nicht besser sein als ich. Da labert die Alte wieder. Ich fahre gerade dein Rennen. Oh, Himmel, Arsch und Zwirn. La Driftus oder not La Driftus? Entscheide los. Okay, hier kann ich cool durchkommen. Nee, 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 nee. Boah, das Befallen ist so übel teilweise. Aber 31, 24 ist eigentlich eine gute Zeit. Jetzt nochmal ein bisschen was rausholen. Ich verstehe es manchmal nicht. Ich war doch gerade gar nicht angekommen. Und trotzdem... Okay, jetzt cool bleiben. Ich brauche auf jeden Fall einen Nuss. Die nächste Runde wird scheiße. Können wir uns einig sein, die ist kacke. Wir brauchen die nächste. Jetzt geht's los. Man darf am Anfang schon nicht zu schnell reindonnern. Sonst verpulvert man die ganze Energie in den Drift. So, nur am Scheitelpunkt der Kurve nochmal schön Nos geben, bis man sich wieder fängt. Wenn er sich wieder fängt, zack, wieder loslassen. Jawohl, und die nächste Kurve gleich mit einberechnen. Da macht er eben einfach nochmal ein bisschen Zeit gut, der Van Vierde Franz. Da zieht er einfach mal durch. Wie viel Zeit haben wir noch, Leute? Eine Minute noch. Ah, die Kurve habe ich nicht gut angesetzt. Aber wir sind Erster. Amy auf Platz 2. Ihr seid es gegönnt. Alle anderen sollen sich verkrümeln. Jawohl. Und jetzt brauche ich halt den Noss, ne? Dann brauche ich den Noss, dass ich schön durchziehen kann. Da tickert die Zeit. Was gar nicht so schlecht ist. Ah, doch. Weil die anderen noch ins Ziel kommen. So, da unten. Aber die schaffen auch nur noch diese Runde. Die schaffen keine weitere Runde. Das bedeutet, that's it, meine Zeit. Jawohl, wir konnten noch was gut machen. Jetzt heißt es für uns blocken. Jawohl. Und that's it. Alle blocken, alle blocken, alle blocken, alle blocken, block, 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 block. Wir auf Platz 1. Ein schweres Rennen. Mach ich mir leicht, denn ich bin reich am Geiste. Sehr geil. Whee! Das ist fast schon Gitting-Style. Naja, aber nur fast. Aber war das ein bisschen unfair von mir? Natürlich. Musste das so sein? Auf jeden Fall. Aber scheiß drauf. Denn wer kann, der kann. Auf jeden Fall sprechen wir uns. Und wir sprechen uns auch bald wieder mit Robin. Hey, Robin hier. Hab Lust zu driften. Rate, wer da sein wird. Risky ich? Devil. Willst du mitmachen? Auf jeden Fall. Gut.
Ich weiß gar nicht, was die hier machen. Warum fahren die eigentlich immer noch so viele Runden? Was ist eigentlich, wenn ich ein Stückchen zurückfahre? Die fahren anscheinend alle hier lang. Okay, Leute, das war der heutige Part Need for Speed. Danke fürs Zusehen, Abonnieren, Liken nicht vergessen. Und dann geht es bald schon wieder weiter, denn wir werden das Ding von vorne bis hinten durchzocken, weil es echt ziemlich nice ist. Ja, bis dann. Ciao.